Ein Kameramann der US Air Force filmt im Westen des Dritten Reichs die Durchsuchung eines jungen Soldaten, der offenbar mit einer Panzerfaust einen amerikanischen Sherman-Panzer abgeschossen hat. Es sind die ahnungslosen 17-Jährigen, ab Anfang März sogar noch die 16-Jährigen, die für Hitler den Endsieg erkämpfen sollen. Am 15. April wird der Sarg Franklin D. Roosevelts durch die Straßen Washingtons gefahren. Einen Moment lang sind die Amerikaner wie gelähmt. Und so weckt der Tod Roosevelts im untergehenden Berlin Hoffnungen auf den Zerfall der alliierten Kriegskoalition. Als Hitler von der Neuigkeit erfährt, soll er mit erregter Stimme zu Albert Speer gesagt haben: Hier, lesen Sie, hier. Sie wollten es nie glauben. Hier, hier haben Sie das Wunder, das ich immer vorhergesagt habe. Wer hat nun recht? Der Krieg ist nicht verloren. Lesen Sie, Roosevelt ist tot. Die Euphorie währt nicht lange und schon bald ist Berlin in Reichweite. Es gab eine Reihe von Gründen, warum die Amerikaner sich entschlossen, nicht Richtung Berlin zu marschieren. Ich würde in der Tat sagen, Eisenhower traf die richtige Entscheidung aus den falschen Gründen. Die Erklärung für das Paradox ist, dass Eisenhower und auch Roosevelt von Stalin in die Irre geführt wurden. Stalin sagte, wir haben nicht vor, Berlin anzugreifen. Vielleicht schicken wir ein paar Aufklärungseinheiten in die Richtung. Zu dem Zeitpunkt bereiten sich 1,8 Millionen Soldaten auf den Angriff auf Berlin vor. Der Süden ist viel wichtiger, sagte er und versuchte so, die Amerikaner von Berlin fernzuhalten. Er war fest entschlossen, Berlin zu bekommen. Wenn man amerikanische Truppen über die Elbe oder von einem Brückenkopf auf der anderen Seite zum Angriff auf Berlin geschickt hätte, so hätten sie es binnen 48 Stunden erreicht. Daran besteht kein Zweifel. Am 16. April beginnt die Rote Armee an der Oder mit einer 500.000 Soldaten den Sturm auf Berlin. Zwei Tage später erreicht die Schlacht ihren Höhepunkt. Sowjetische Panzerspitzen können die Höhen nördlich von Seelow einnehmen. Die Deutschen haben keine Kraft mehr zu wirksamer Gegenwehr. Paradox ist, dass die Rote Armee in Stalingrad gelernt hatte, wie man eine Stadt verteidigt. General Tschuikows Einheiten waren die Verteidiger von Stalingrad gewesen. Und jetzt machten sie dieselben Fehler, die die Deutschen in Stalingrad gemacht hatten. Sie schickten Panzer und Infanterie zusammen in die Stadt und gerieten in einen Hinterhalt. Die Ruinen Berlins waren das bestmögliche Gelände für tödliche Attacken aus dem Hinterhalt. Die Zivilbevölkerung brachte das in eine furchtbare Lage. Die meisten versteckten sich in Bunkern und Kellern. Nachdem sowjetische Soldaten die Menschen aus den Bunkern geholt hatten, warfen sie Granaten hinein. Manchmal vermuteten sie Soldaten darin und warfen Granaten hinein, ohne nachzusehen. Die Zivilbevölkerung wurde also auf die schlimmste Weise in die Kämpfe hineingezogen. In den Straßen Berlins tobt der Häuserkampf. Gegen erbitterten Widerstand erobern die Sowjets ein Stadtviertel nach dem anderen und rücken in die Innenstadt vor. Hitler hat sich in seinen unterirdischen Bunker unter der Reichskanzlei zurückgezogen und befiehlt Vorstöße von Truppenverbänden, die gar nicht mehr existieren oder viel zu weit entfernt sind. Während der letzten Tage herrschte im Bunker ein Klima am Rande der Hysterie und der völligen Resignation. Ein Augenzeuge hat es mir beschrieben. Die Leute unterhielten sich über den besten Weg, sich umzubringen, oder sie waren betrunken. Sie gaben vor, es sei ihnen egal, was passieren würde.
Das war eine entrückte künstliche Welt, wie in einem U-Boot aus Beton. Sie waren abgeschnitten von der Außenwelt, abgeschottet auf jeden Fall vom Leiden der Zivilbevölkerung oben. Hitler hatte sich weiter von der Realität entfernt als jeder andere in seiner Umgebung. Er starrte entweder auf ein Porträt Friedrichs des Großen oder träumte von Gegenoffensiven, die die Sowjets zurückdrängen würden. Das waren jedoch Märchen. Man hat es ihm gesagt, und eigentlich hätte er, der so viel Wert auf militärische Details legte, wissen müssen, um was für Einheiten es sich handelte. Es waren Arbeitsdienstler, junge Männer, die weder ausreichend bewaffnet noch richtig ausgebildet waren. Am 30. April 1945, nachmittags um 3:30, nimmt sich der Diktator das Leben. Zwei Tage später kapitulieren die Verteidiger von Berlin. Die Rote Armee nimmt das Machtzentrum des Dritten Reichs in Besitz. Der letzte Akt des Dritten Reichs findet am 8. Mai 1945 in Berlin-Karlshorst statt. Es obliegt den Militärs, die Nazi-Herrschaft über Deutschland und halb Europa auch formal zu beenden. In Anwesenheit von Vertretern der alliierten Siegermächte unterzeichnet Feldmarschall Wilhelm Keitel kurz nach Mitternacht die Kapitulation der deutschen Streitkräfte zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Seit genau 23:01 Uhr schweigen die Waffen an allen Fronten. Auf der anderen Seite des Globus ist der Weltkrieg noch in vollem Gang. Okinawa, 250 Seemeilen von Japan entfernt, ist Nippons letzte Bastion vor dem Kernland. Ende Mai rücken Marines nach Naha vor. Tagelang tobt der Kleinkrieg um die Hauptstadt. Bis Juli ziehen sich die Guerillakämpfe hin. Als der Widerstand zusammenbricht, sind mehr als zwei Drittel der 130.000 Verteidiger gefallen. Und auch die amerikanischen Verluste sind enorm. Das Anlanden von Hunderttausenden amerikanischer Marineinfanteristen auf den japanischen Mutterinseln war angesichts der Erfahrungen auf den Atollen und Inseln der pure Albtraum. Die Japaner propagierten, und dies überaus glaubhaft, dass sich in einem Kamikaze-Exzess von 70 Millionen Japanern ein Massenselbstmord an der japanischen Küste ereignen würde. Und diese Kamikaze-Familien, Schulklassen zusammen mit den GIs eine einzige Toteninsel bilden würden. Es war ein Weltuntergang geplant und man traute dies den Japanern zu. Am 24. Juni 1945 begeht die Sowjetunion den Sieg über Nazi-Deutschland mit einer Parade auf dem Roten Platz in Moskau. Über 20 Millionen Sowjetbürger sind im großen Vaterländischen Krieg ums Leben gekommen. Mit diesem Sieg hat die Sowjetunion endgültig ihren Platz unter den Großmächten eingenommen. Und Stalin ist entschlossen, seinen Machtbereich nicht nur über ganz Europa auszudehnen, auch die Vorherrschaft im fernen Osten steht jetzt auf seinem Programm. Der Nicht-Angriffspakt mit Japan ist nur noch Makulatur. In Potsdam kommen die Sieger im Juli 1945 zu ihrer letzten großen Konferenz zusammen. Der neue amerikanische Präsident Harry S. Truman hat Stalin große Einflussgebiete in China und der Mongolei versprochen, damit er in den Krieg gegen Japan eintritt. Über die Folgen macht man sich zunächst keine Gedanken. Das Ungeheuerliche des Zweiten Weltkrieges ist das völlige Fehlen von tragfähigen Ordnungsvorstellungen. Was soll denn dieses geschichtlich größte Blutbad der Menschheit ablösen? Welcher Zustand des Friedens und des Miteinanders tritt an die Stelle dieses Krieges? Was löst er? Was bewirkt er? Man schaute in eine Leere, von der man zunächst meinte,
Die Herrschaftssphäre Hitlers wird durch Stalin abgelöst. Man hoffte dies erst durch ein friedliches Appeasement zu erreichen. Amerika und Russland teilen sich die Welt. Dann merkte man, dass mit Russland schwer zu teilen war. Dass dieser Partner über kurz oder lang Amerika marginalisieren würde und kriegte einen fürchterlichen Schrecken. Wenn er denn nun auch noch in China und im Pazifik die herrschende Macht würde, dann war der Krieg für die Westmächte vergebens geschlagen. Pressetermin auf der Terrasse von Schloss Zizilienhof. Als Truman die Nachricht erhält, dass die ersten Atombomben einsatzbereit sind, möchte man die Sowjets am liebsten aus dem Krieg gegen Japan heraushalten. Noch in Berlin befiehlt der Präsident, den Krieg im Pazifik mit einem Schlag zu beenden. Am 6. August um 15 Uhr Ortszeit kehrt die Imola Gay auf ihren Stützpunkt auf der Pazifikinsel Tinian zurück. Sie hat die erste Atombombe über Hiroshima abgeworfen. Zwei Tage später erteilt Truman den Befehl zum Einsatz einer zweiten Bombe. Am 9. August wird Fat Boy verladen. Um 11 Uhr vormittags klingt der Bombenschütze die Bombe über Nagasaki aus. An diesem Tag und in den folgenden Wochen sterben etwa 20.000 Menschen. 50.000 werden schwer verletzt. Das Kaiserreich Japan kapituliert bedingungslos. Hiroshima existiert nicht mehr. Hier sind etwa 100.000 Menschen ums Leben gekommen. Der Zweite Weltkrieg wird mit einer Waffe von ungeheurer Zerstörungskraft beendet. Sie wird für Jahrzehnte die Militärstrategien der Großmächte bestimmen und die Menschheit fast in den Untergang reißen.